Hallo Leute und herzlich willkommen zu Tomb Raider. Ja, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Wir haben diesen netten Herrn. Oh, der nicht mehr da ist. Okay. Also dieses Blutfleck, was da ist, ist von diesem netten Herrn, den wir getötet haben. Und wir haben eine schöne Waffe von ihm bekommen. Mit der wir auch jetzt mal ein bisschen arbeiten werden, denke ich. Macht bestimmt Lust und Laune. Und Brotherhood of the Sun. Wir gucken gleich mal, was hier kommt. Wow, okay. Das Gefühl bei dem letzten, da war das besser. Macht ja Spaß, ne? Einfach mal so schön reingeballert. Und, cool. Erstmal ganz viel zum Looten. Alle tot, alle tot. Hat sich echt gelohnt. Wow. Vater Matthias wird uns befreien. Okay. Wovon? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Oh, da war noch was. Oh, habe ich genug von? Okay. Keine Munition für mich. Ist hier noch irgendwas? Ah, da ist so ein Banner. Das müssen wir verbrennen. Ich habe aber kein Feuer. Mist, ich habe kein Feuer. Ich auch wieder raus. Ah ja. Können wir Feuer holen? Da war glaube ich welches, ne? Gibt es hier Feuer, an dem ich meine Fackel entzünden kann? Nicht offiziell, glaube ich. Einfach mal gucken. Ab! Hier ist auch so ein Banner. Mist, wir kriegen Feuer her. Hallo? Na, nicht mehr hoch. Hm. Hier unten, ne? Hier irgendwo, hier bin ich durchgekommen. Mann, 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 Mann. Mir Feuer. Ich muss die Banner verbrennen. Ist mal wieder bis zum Anfang gelatscht. Aber egal. Dass man nicht alles für extra Aufgaben tut. Frage ist, ist das... Ja, das hatte ich ja verbrannt. Oh. Ich kann die Pfeile mitnehmen. Ah, nee, doch nicht. Doch nicht. Hab mich nur vertan. Mist. Hier hinten war eins. Au. Das war angezündet uns selbst. Ich verstehe nur nicht, warum sie nicht von dort Feuer nehmen kann, weil hier ist ja eigentlich genug, aber gut. Kann man sich drüber streiten. So. Wo war das Banner? Da hinten drinnen, ne? Ich glaube, da hinten drinnen. Ah ja, hier. So, super. 3 von 5. Geocache. Auch noch. Okay. Was ich noch gerne machen wollte, ich wollte noch schnell da rauf. So. Weil da waren ja auch Leichen. Oh, da ist sogar ein Lager. Cool. Oh. Geh zum... Was? Platz nehmen? Ist das an dem Lager? Wahrscheinlich. Okay. Fertigkeitenpunkten haben wir ein. Den nehmen wir für Teile wiederfinden. Weiß ich noch nicht so richtig. Hm. Kämpfer. Schmerztoleranz will ich nehmen. Neue Fähigkeit gemeistert. Super. Was ist das? Okay. IIIZM II F.
Oder sind diese Is Menschen? Keine Ahnung. Lass mal wieder runter und schauen einfach mal, ob hier noch so ein paar Deppen kommen. Ja. Oh. Ist natürlich auch eine Angriffsmöglichkeit. Falls ihr euch übrigens wundert, falls irgendwas an der Skillung jetzt anders sein sollte als beim letzten Mal. Ich habe gestern eigentlich aufgenommen, aber ist mal wieder was schief gegangen. Und deswegen muss ich mir einen Speicherstand holen, weil ich nicht alles wieder spielen wollte. Deswegen kann da ein bisschen was anders sein. Ich weiß auch nicht, vom Schwierigkeitsgrad könnte sogar auch was anders sein. Das weiß ich aber nicht. Oh, leicht. Den normalen, ne? Hatten wir. Kann man ja aber ändern. Ist ja kein Ding. Und Cutscene. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erst mal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Okay. Schon wieder klettern. Großartig. Oh. Arme Lara. Oh Mann, arme Socke. Okay, ja, die ist definitiv hin. Und da liegt was zum Lesen. 6. September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist auch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Okay. Ich finde es ein bisschen krass, dass er seine eigenen Leute geopfert hat. Und einfach mal so gesagt hat, ja, ist mir egal, was mit euch ist. Ich will nur gucken, ob das, was ich vermute, auch wirklich eintrifft. Also schon so ein Assi. Oh, da ist ein Banner. Und da ist ein Fass. Sind die Banner eigentlich nur hier drin? Weil dann würde mir, glaube ich, eins fehlen, oder? Weil dann habe ich jetzt 4 von 5. Oder 5 von 5. Gucken einfach mal. Wenn die nur hier drinne sind, dann fehlt mir eins. Ja, 4 von 5. Ist ja doof. Egal, wir gehen weiter. Ich würde jetzt nicht noch das Banner suchen. Oh. Heiß hier drin, glaube ich. Gerade erschrocken. Sorry. Okay. Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Ja. Meine Güte. Ganz schnell raus, ganz schnell raus. Das Gefühl, da drin könnte man auch sterben, bestimmt. Ich will es nicht ausprobieren. Wow. Da müssen wir also hoch. Irgendwie sieht's aus, als wäre da ein Turm mitten in einem Lager irgendwie. Also es sieht ein bisschen bewohnt aus, muss ich sagen. Wir gehen erstmal hier ins Lagerfeuer und holen uns mal aus unserem Bergungsgut ein bisschen
Upgrades, würde ich sagen. Für die Waffe hier vielleicht? Weiß ich noch nicht. Warte mal, wir gucken mal weiter. Da haben wir ja komplett. Wir hatten auf jeden Fall... den Modus zu aktivieren, den brauche ich nicht unbedingt. Wir machen mal... Das hatte ich auf jeden Fall gemacht im Let's Play und... Erhöht die Schussfrequenz hatte ich, glaube ich, auch. Bin mir jetzt nicht sicher. Und an der hatte ich auch schon etwas gemacht. Kann ich mir dann was leisten? Ja, ich glaube, das erste gleich hatte ich dann gemacht. Größeres Magazin. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das genauso war, wie ich es ausgewählt hatte. So, auf jeden Fall auch hier an dem Feuer. Und ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Ein bisschen haben wir ja noch. Okay. Hier sind noch mehr, definitiv. Ich höre es doch. Gucken die mal schnell. Frage ist, da drüben ist einer. Wo ist dein Kopf? Fuck. Komm doch mal hoch. Okay. Okay, das ist actionreich hier. Okay. Ah, der da oben schießt. Au. Okay, das war nicht so optimal gelöst. Aber es hat mich ein bisschen irritiert, dass der Wichser mit Molotovs auf mich schießt. So hätte ich das beim letzten Mal lesen können. Okay. Sind jetzt alle tot? Ich hoffe einfach mal. Hinter der Wand? Ich bin hinter gar keiner Wand. Spielen hier? Glaube nicht. Ich glaube, das heißt nein, ne? Meine Güte. Mir ist aber auch ein bisschen auf den Nerv gegangen, muss ich sagen. Ja, das noch. Das aufmachen. Oh. 13. Oktober 1990. Über die Jahre gab es andere Überlebende, aber ich habe sie stets gemieden. Und liefen sie mir über den Weg, zeigte ich keine Gnade. Aber nun brauche ich andere. Um voranzukommen, muss ich die Insel beherrschen. Also werde ich eine kleine Gruppe loyaler Gefolgsleute um mich scharen. Sie müssen begreifen, wie wichtig Macht und Organisation sind. Und noch wichtiger, sie müssen ohne Zögern töten können.
Denn das wird ein Teil ihres Lebens sein. Sie brauchen Struktur, ein Ziel und Arbeit. Und wenn die Insel mein ist, werde ich das wahre Geheimnis der Stürme lüften. Okay. Wow. Dieser Typ, der hat so einen an der Klatsche. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber ich würde sagen, Moment, hier ist ein Feuer. Das heißt, hier ist bestimmt irgendwo was zu anzünden. Das suchen wir noch. Oh, nee, hier ist auch noch eins. Mal schauen, ob hier vielleicht noch ein Dings ist. Wie heißt das? So ein Banner? Aber ich glaube eher weniger. Oder wenn ich da hochgehe? Wo komme ich denn da hin? Kann ich da dran? Nee, ich kann nicht dran, okay. Hätte ja sein können, man kann irgendwie da hochkommen. Vielleicht kann ich da hochklettern, weiß ich nicht. Nee. Okay. Also nur für die Gegner gewesen, die wo da oben standen. Da ganz nach oben müssen wir nicht. Die Leiche ist eh nach unten gepurzelt. Und ich würde sagen... Oh. Hier kommen noch Gegner. Wie viele denn noch? War noch einer. Ja. Holt den Großen her, haben sie gesagt. Das ist mein Stichwort, hier die Folge zu beenden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Tomb Raider. Bis dahin. Ciao.